Wenn Gleichungen Beträge enthalten, dann muss man bei der Lösung etwas aufpassen, etwas anders vorgehen. Und das gucken wir jetzt hier einmal an. Das Rezept, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist, dass wir im Wesentlichen so eine Betragsgleichung dadurch lösen, dass wir eine Fallunterscheidung machen. Wenn wir so einen Ausdruck haben, x minus 2 und davon der Betrag gleich 2x, so eine Gleichung, dann können wir diese Betragsstriche ja nicht einfach weglassen, sondern wir müssen irgendwie die Definition anwenden. Und der Betrag ist ja so definiert, dass er jeweils einen anderen Wert liefert, je nachdem, ob der Ausdruck innerhalb dieser Betragsstriche größer gleich 0 ist oder echt kleiner als 0 ist. Und genau diese Fallunterscheidung, die macht man am Anfang. Wir suchen also im ersten Schritt alle Stellen, an denen sich das Vorzeichen innerhalb der Betragsstriche irgendwo ändert. Und zerlegen deswegen unseren gesamten Definitionsbereich, unsere Menge aller reellen Zahlen. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir nur Betragsstriche haben, ist der Definitionsbereich die Menge aller reellen Zahlen erstmal. Und zerlegen diesen Definitionsbereich in Intervalle, sodass sich jeweils innerhalb eines Intervalls die Vorzeichen dann nicht mehr ändern, sondern diese Änderung der Vorzeichen nur in den Intervallgrenzen stattfinden. Und sobald wir das einmal festgelegt haben, dann können wir für jedes dieser einzelnen Teilenintervalle können wir die Betragsstriche entsprechend auflösen. Das heißt, entweder lassen wir sie weg oder aber ersetzen sie durch Minus und dann den Ausdruck in diesen Klammern, nach der Definition eben folgend, und können dann damit weiterrechnen. Alle Lösungen, die wir finden, die vereinigen wir dann am Ende des Tages zu einer Gesamtlösung. Gucken wir das am besten einmal anhand des Beispiels direkt an. Also das Beispiel, was wir lösen möchten, ist die Betrag von x minus 2 gleich 2x. So, jetzt ist natürlich klar, dass für x größer gleich 2 der Ausdruck in diesen Betragsstrichen nicht negativ ist. Und für den Fall, dass x echt kleiner als 2 ist, ist hier dieser Ausdruck, also wenn x echt kleiner als 2 ist, ist dieser Ausdruck hier in den Betragsstrichen, dann ist der negativ. Und das ist genau die Fallunterscheidung, die wir machen werden. Also, erster Fall. X größer gleich 2. So. Dann gilt Betrag von x minus 2 ist gleich 2x. Genau dann, wenn. So, jetzt wenden wir die Definition der Betragsfunktion an und sagen, naja, wenn der Ausdruck innerhalb der Betragsstriche größer gleich 0 ist, was ja in dem Fall jetzt der Fall ist, können wir es einfach weglassen. Das heißt, das Äquivalent zu x minus 2 gleich 2x. Das ist Äquivalent zu minus 2 gleich x, also x gleich minus 2. Das heißt, wir haben rausbekommen an der Stelle, wenn wir davon ausgehen, dass x größer gleich 2 ist und dann eine Lösung suchen, dann sind die Lösungen, ist die einzige Lösung, die es gibt, x gleich minus 2. Das passt aber nicht zu unserem vorausgesetzten Fall. Also liefert dieser Fall keinen Beitrag zur Lösung. Da x gleich minus 2 als Lösung nicht zu diesem Fall passt, diesem Fall passt, liefert dieser Fall keinen Beitrag zur Lösung. So, betrachten wir nun den zweiten Fall. Nehmen wir an, x ist kleiner als 2. Dann gilt Betrag von x minus 2 gleich 2x. Genau dann, wenn. Jetzt lösen wir wieder die Betragsstriche auf und jetzt kommt ein Minus davor, weil das die Definition eben sagt, wenn der Ausdruck in dem Betragsstrich negativ ist, dann ist der Wert des Betrags
minus diesen Ausdrucks in dem Betrag stehen, also minus x minus 2 gleich 2x. Auch das lösen wir wieder einmal auf. Das ist minus x plus 2 gleich 2x. Das wir uns äquivalent zu 3x, 3x gleich 2. Also x gleich 2 Drittel. Gucken wir einmal, ob dieses 2 Drittel, ob das auch zu dem Fall passt. Tut es, weil wir hatten x kleiner, echt kleiner 2 angenommen und 2 Drittel ist offensichtlich kleiner als 2, also passt das. Das heißt, also ich schreibe das mal auf, also hier passt die Lösung. Passt die Lösung. Und x gleich 2 Drittel ist der Beitrag für diesen Fall. Für Fall 2. Zusammen gilt also, dass die Lösungsmenge 2 Drittel ist. Betrachten wir noch ein zweites Beispiel, und zwar die Gleichung Betrag von 5x minus 1 gleich 9. Und für oder bei, müssen wir dazu erst überlegen, wo wechselt der Ausdruck innerhalb der Betragsstriche das Vorzeichen, und das ist offensichtlich bei 1 Fünftel der Fall. Also bei x gleich 1 Fünftel wechselt 5x minus 1 das Vorzeichen. Das heißt, wir machen genau da die Fallunterscheidung. Also erster Fall. Und jetzt fangen wir mal mit dem linken Teil des Intervalls an. Also x ist aus dem Intervall von minus unendlich bis 1 Fünftel, jeweils ausschließlich. Und dann gilt, ist ja der Ausdruck innerhalb der Betragsstriche negativ. Das heißt, es gilt Betrag von 5x minus 1 gleich 9. Es war genau dann, wenn minus, Klammer auf, 5x minus 1 gleich 9 gilt, weil wir hier eben den Fall haben, dass der Ausdruck in dem Betragsstrich negativ ist. Das heißt, wenn wir die auflösen, kommt ein Minuszeichen davor. Wir machen da weiter. Das ist äquivalent zu minus 5x plus 1 gleich 9. Das ist äquivalent zu 9 minus 1 ist 8. Das Ganze durch minus 5, also x gleich minus 8 durch 5. Das heißt, minus 8 Fünftel ist an der Stelle die Lösung. Das passt auch zum Betrachtungsintervall. Also ist der Beitrag dieses Falls x gleich minus 8 Fünftel. Gucken wir den zweiten Fall an. Zweiter Fall, x ist im Intervall von 1 Fünftel bis unendlich. Und dann gilt Betrag von 5x minus 1 gleich 9. Genau dann, wenn 5x minus 1 gleich 9 ist. Der Ausdruck, also für diesen Fall ist ja der Ausdruck innerhalb der Betragsstriche größer gleich 0. Das heißt, wir können sie einfach weglassen und entsprechend weiterarbeiten. Das ist 5x gleich 10 ist. Und das ist genau dann der Fall, wenn x gleich 2 ist. Und auch das passt wiederum zu dem Betrachtungsintervall, weil 2 natürlich größer gleich 1 Fünftel ist. Also ist der Beitrag für diesen Fall x gleich 2. Und insgesamt ist die Lösungsmenge dieser Betragsgleichung also minus 8 Fünftel und 2.
Das sind die beiden Lösungen, die diese Betragsgleichung hat. Ich fasse noch einmal kurz zusammen die Idee. Also wenn wir so eine Betragsgleichung haben, gucken an welcher Stelle die Ausdrücke innerhalb der Betragsstriche das Vorzeichen wechseln, danach eine Fallunterscheidung machen. Innerhalb jedes Falls kann man dann die Betragsstriche entsprechend weglassen bzw. richtig ersetzen. Da dann Lösungen bestimmen, jeweils gucken, ob die bestimmten Lösungen auch zu dem betrachteten Intervall passen. Wenn ja, ist das ein Beitrag zur Lösung und wenn nein, dann halt nicht. Und am Ende alle Beiträge einmal in einer Menge zusammenfassen und das sind die Lösungen für die Betragsgleichungen.